Freunde, seid ihr bereit für ein weiteres Abenteuer in der Digimon-Welt? Ja, der Unterschied zwischen Digimon Cyber Sleuth und Digimon World werdet ihr wahrscheinlich schnell sehen oder mitbekommen. Der Hauptunterschied ist, Digimon World macht all das, was Digimon Cyber Sleuth gut macht, noch besser und das, was es schlecht macht, eben nicht. Und das sind viel zu lange, viel zu komische und unnötige irgendwelche, keine Ahnung, Diskussionen oder Konversationen. Eine relativ monotone Spielwelt. Das hier macht es alles besser und naja, ich will nicht weiter labern. Wir gehen mal rein und gucken uns das Spiel an und ihr überzeugt euch einfach selbst von dem Hasen. God diggity damn, was ein Intro! Holy shit! Oh ja, dieses Digimon-Spiel wird mit großer Wahrscheinlichkeit genau die Art Spiel sein, auf die ich stehe. Denn es ist ein bisschen grindy, es ist ein bisschen RPG und weniger unnötiger Kack. Labery. So, Audiosprache. Leute, wollen wir Englisch oder wollen wir Japanisch? Wir könnten die Original Japanisch Sprache nehmen. Oh mein Gott, okay. Englisch ist sauberer. Meint Just Patrick. Japanisch, Japanisch, Spanisch. Japanisch, 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 Japanisch. Alter, ihr tut Japanisch. Gut, wisst ihr was? Wir machen einfach mal den Anfang auf Japanisch. Die Frage ist, gibt's Untertitel? Weil ich würde gerne verstehen, was die halt sagen, ne? Ich meine, ja gut, ich glaube, ich gehe davon aus, dass es Untertitel hat, weil das Ganze ist ja auf Deutsch. Okay. Ja, Untertitel ist Deutsch. Okay. Freunde, ich muss sagen, ich bin ziemlich excited. Ich bin ziemlich gehypt. Digimon World! So. Woo, wir drücken auf neues Spiel. Einfach neu in der Welt von Digimon, normal vertraut mit der Welt von Digimon. Naja, wir sind neu in der Welt von Digimon und ich habe gehört, dieses Spiel soll relativ anspruchsvoll sein. Und deswegen machen wir vielleicht einfach mal einfach. Maybe. Weil, wie gesagt, das Spiel ist ein bisschen grindy teilweise und dann können wir uns vielleicht ein bisschen was sparen. Männlich Takuto oder weiblich Shiki. Okay, ich meine, wir sind männlich. Oh Gott, ach so, wir können den eigenen Namen wählen oder wie? Okay, Moment.
So, oder? Zack. Okay. Und was passiert jetzt? Oh. Digito Monster. In a digital world. 7 年ぶりか。腕がなまってないといいけど。Alter, eine coole blaue Haarsträhne hat der Junge. Und mal gucken, wie ich die Audio mache. Ich hoffe, dass die Audio so okay ist für euch. Wo bin ich? Aha. Er weiß scheinbar selbst nicht, wo er gerade steckt. Gut, ich meine, er ist in... Oh! Oh, da ist etwas. Oh mein Gott. Okay, wir können uns schon frei rumbewegen. Oh mein Gott, da vorne sind Wargreymon. Und wie hieß der andere? Garabu, Garamuraramon? Irgendwie sowas. Garurumon. Holy shit. Aha. Wer redet jetzt? Oh, die beiden, lol. Muss einfach wie immer Befehle geben. Scheint plötzlich ganz verwirrt zu sein. Ach so, das sind unsere Digimon auf dem Digivice oder wie? Also dieses Ding da, wo wir jetzt eingesogen wurden. Yare, yare. Baka. Okay. Digimon-Kämpfe. Oh, man wird direkt in die Kämpfe eingeführt. Partner-Digimons suchen sich Gegner aus, die sie angreifen, um den Sieg zu erlangen. Allerdings können 10 Mann mit Befehlen Aktionen ihre Partner bestimmen. Ah, okay. Partner L, Partner R, Stick und Taste. Kannst du passenden Ring für deinen Partner öffnen? Oh Gott, Alter. Die große Zahl unten in der Mitte des Rings zeigt an, wie lange der Ring geöffnet bleibt. Die Zeit wurde angehalten, wähle die Befehle innerhalb von 5 Sekunden aus. Bei 0 schließt es sich automatisch und kannst aber nach 5 Sekunden erneut öffnen. Gib einen Befehl. Gib Wargreymon Partner R den Befehl, die Angriffsfähigkeit Machschlag einzusetzen. Ausführung drücke da. Okay. Kampf beginnt. Ah, okay. Abgeschlossen. Erzürnt regeneriert langsam TP. Setze als nächstes Erzürnung mit Metall Garurumon. Ausführung drücke L und dann X. Erzürnung lässt ihn automatisch für eine gewisse Zeit TP regenerieren. Es gibt verschiedene Arten von Erzürnung. Angeborene Fähigkeit einsetzen können. Spare dir Befehlskraft auf. Für stärkere Befehle brauchst du mehr Befehlskraft. Oh. Erhältst du durch Unterstützung... Oh Gott, Alter. Um 150 Befehlkraft für Wargreymon, wenn der Angriff eines Partners getroffen hat und den Schaden, hast du eine Chance nach Verwendung von Unterstützung, musst du warten, bis hier neues verwendet werden kann. Okay, das Ding ist...
lass mich mal ganz kurz sehen. Ah ja, da ist nämlich das, ne? Drücke X, um bis zu 150 zu unterstützen. Langsam hast du den Dreh raus. Wargrimmons Spezialmove aus. Drücke R1. Ach du meine Fresse, okay. Bro! Okay, ich glaube, ich werde die Facecam noch verschieben müssen. Oh mein Gott, machen die jetzt eine DNA-Digitation oder was passiert jetzt da? Ikeza! Mina! Oh Mann, die Japaner, ey. Mega-Befehl, Echse. Drücke gleichzeitig L und R. Normalerweise gilt dies nur für Digi-Fusionsfähigkeiten, aber unter bestimmten Umständen ist Echse verfügbar. Drücke gleichzeitig nach vorne und dann nach unten. Okay, Leute, seid ihr bereit für einen ultra krassen Angriff? Echse! Bruder! Was? Alter, was ist hier los, Mann? Direkt heftige Anime-Power am Start, Alter. Gut, dass du da warst.
Ja, mir geht's gut. Alles cool, Digga. Nichts zu danken. Wir sind für dich da, Partner. Uff, Digga. Was? Die sind ja beide. What? No! Was ist denn jetzt los? Floatien Marktplatz. お主人間か？無限ドラモンが消え去り、人が現れるとは名誉な。異空間の罠に無限ドラモンを閉じ込めたはずじゃったが。 The fuck? あの無限ドラモンを倒したとな。そうか、それで異空間の固定が解けたのか。 ここにおるのはお主のパートナーか。しかも2体とは随分と変わった関係じゃの。お主を守るために全てを使い果たしたか。<笑>そう落ち込んだ顔するでない。 彼らがパートナーデジモンならば、デジタマ転生が可能じゃ。わしが受け継いだ外部記憶がそう言っておる。さ、心にパートナーを思い、祈るのじゃ。 So, okay, ich hab gerade, ich bin gerade nebenbei, die Szenen zu bearbeiten. Gib mir eine Sekunde, Leute. Also, was ist hier gerade passiert? Deine Digimon sind gestorben und werden jetzt wiedergeboren als Eier. Nur, dass deine Partner wiedergeboren werden, weil sie krepiert sind. Damn, Alter, also die sind tatsächlich gestorben für uns und das direkt am Anfang dieses Spiels. Das ist ja krass. Du hast Maschinendramon besiegt und wurdest dann in diese Stadt teleportiert. Okay. Interessant, dass Maschinendramon so stark ist, weil die waren ja beide irgendwie von der Stufe Ultra oder so? Oder Mega? Ich weiß gar nicht mehr. Und sogar eine DNA-Digitation und die haben den nicht gepackt, ne? Also schon, aber halt sind halt dabei gestorben und das ist schon crazy. So. Also. Deine Digimon waren zu erschöpft und sind gestorben, welche jetzt durch Gilgimon wiederbelebt als Ei für dich. Du kannst rechten und linken Partner auswählen. Genau, und darum geht's ja auch in dem Sinne. Der Opa fand, dass du zwei Partner hast, dass er diese Beziehung komisch findet. Also, in diesem Spiel hat man, soweit ich gehört oder gesehen habe, nur zwei Digimon im Team. Diese Digimon kann man allerdings natürlich weiterentwickeln oder umdigitieren und so weiter. Also man hat quasi ein Tag-Team. Es sind meistens oder immer Doppelkämpfe. Ich habe absolut keine Ahnung, was das hier für Eier sind. Ich weiß nur, das wird auf jeden Fall zu Agumon, wenn wir es digitieren. Und das wird eben wieder zu diesem Wolf, zu diesem Garugamon oder wie der heißt. Dann haben wir aber noch ganz, ganz viele andere Eier. Und ich würde jetzt einfach gerne von euch mal wissen, welches Ei wir nehmen sollten. Weil es sind halt sehr viele verschiedene Eier. Also das Ding nehme ich safe schon mal nicht. Ich hasse Pflanzen-Digimon. Ihr könnt entscheiden, welche Eier wir nehmen und welche Digimon-Pfade oder Routen wir gehen werden. Ihr müsst mir nur sagen, welches Ei. Weil ich kenne die ganzen Digimon-Namen natürlich nicht auswendig. Na? Und man kann ja eigentlich schon sehen, mehr oder weniger, was hier quasi passiert. Also hier sieht man quasi das Baby und dann das, die Vorstufe und dann würde quasi Agumon als Rookie kommen, glaube ich, oder? Und hier natürlich genau dasselbe mit den anderen Eiern. Aber,
Ja, wir müssen nicht die Oldschool-Digimon nehmen, wobei sich wahrscheinlich viele, viele die wünschen, oder? Das Rote sieht voll toll aus. Das Spiel ist teilweise echt nicht so heavy, hat einen schönen Schwierigkeitsgrad, finde ich. Echt nicht so easy. Ah, okay. Ja, das habe ich auch gehört. Deswegen haben wir auch einfach genommen, damit wir einigermaßen gut durchkommen. Zu Beginn ist es ohnehin ziemlich mühsam, bewusst zu digitieren. Ah, okay. Also digitieren die sich komplett random am Anfang. Am Anfang ist es egal. Glaub mir, du wirst alle öfters nehmen können. Okay. Rotes Ei. Hier in dem Game ist es ein Digimon Tamagotchi. Mix die Digimon digitieren, je nachdem wie du sie trainierst und behandelst. Und alle Digimon haben eine Lebensdauer. Also sie sterben und du wählst wieder neue Partner aus. Ja, sowas habe ich auch mitbekommen, dass die, das ist also in Real-Time quasi auch, ne, das Spiel spielt. Aber gut. Ist nicht so einfach zu entscheiden wie im vorherigen Teil. Okay. Gatumon Ei. Rot und hellblau. Okay, also viele haben sich das rote Ei schon mal gewünscht. Ja. Okay, das ist unser Partner. Oh, wir können die benennen? Damn. Ich weiß nicht, wollen wir sie benennen? Also das Ding ist, der Name wird wahrscheinlich immer derselbe sein, ne? Oh, Twink. Twink, dankeschön. Für die 5 Euro. Ich mach mal ganz kurz die Alerts aus. Auf jeden Fall, Twink, dankeschön für die 5 Euro. Ich gehe nachher nochmal auf das Ganze ein, aber jetzt wollen wir kurz mal das Intro genießen und einfach mal ins Spiel reinkommen. Der Name wird wahrscheinlich gleich bleiben, ne? Lass Original. Okay. Dann lassen wir die Originalnamen. Wir verändern gar nichts. Und jetzt müssen wir das zweite Ei noch wählen. Wir könnten wieder das rote Ei nehmen, aber... ich meine, da kommt wahrscheinlich dieser Einhorn. Ne, ihr wisst welches ich meine. Das von dem Brillenschlangen-Guy da. Die Seekuh mit dem Horn und so, mit dem Fell. Das ist das Pflanzending. Wollt ihr Agumon oder wollt ihr Garuramon oder wollt ihr... Wobei, wie gesagt, das ist ja eh komplett random. Aber welches Ei wollt ihr noch nehmen? Wir haben jetzt das rote... Ikakumon. Pff, Leute, ihr müsst mit Farben mit mir sprechen, okay? Ich weiß nicht, was für Farben, wie die heißen, Alter. Kokomon. Ach, ihr meint, das Ding hier ist Ikakumon. Oder Bukamon. Koromon. Zonomon. Tokomon. Motimon. Gimomon. Gummimon. Kokomon. Lila-Gelb. Hellblau mit weißen Wolken. Huh. Das hier mit weißen Wolken. Nimm das Insekt, der war immer Beste. Oh Gott. Weiß mit Lila. Das hier? Komm, wir nehmen das hier. Yes. Boim, Boyomon. Alter, guckt euch den Süßen an. Den süßen Fratz. So, wir lassen den Namen auch hier wieder. Okay. Seiko jana. So, Moment. Ein Riesenerfolg. Danach ist ihre Wiedergeburt vollendet. Vergiss nicht, du als Erzähmer hast die Pflicht, dich um sie zu kümmern. Ich habe das Gefühl, wenn ich die Facecam noch ein bisschen kleiner mache, passt das perfekt in die Ecke rein. Muss ich sie aber ziemlich klein machen, ne? Uiuiui. So, wie findet ihr das? Ist das okay?
Ich find's okay, okay. Ist halt sehr klein. Hä, warum geht der Text jetzt weiter nach außen, Alter? Okay, also, jetzt fängt der Text wieder da an. Das ist super weird. Scheint immer noch ohnmächtig zu sein. Dort können wir ihn behandeln. Hä, warum ist da noch ein drittes Digimon? Wir haben doch jetzt zwei. Das ist komisch. Ja, das ist weird, Alter. Der fängt den Text immer irgendwo an, Alter. Das ist... Ja, wir gucken gleich mal. Du wurdest also ins Digivice gesogen, unglücklicherweise in der Dimension gelandet, die ich erschaffen habe. Ich verstehe, der Zufall war heute auf unserer Seite. Eigentlich ist diese Welt gerade an einem kritischen Punkt, wie du sehen kannst. Befindet sich die Stadt, in dem wir uns befinden, in Floatien, in totalem Chaos. Das liegt an Maschinendramon. Ist der so krass, Alter? Er hat uns plötzlich ohne jeglichen Grund angegriffen und die Stadt schwer beschädigt. Die Macht eines Megas ist überwältigend. Er ist aus dem Nichts aufgetaucht, hat schweren Schaden angerichtet und ist dann wieder verschwunden. Wir wussten keinen Rat mehr. Soll ich, by the way, während sowas meine Fresse halten, damit ihr die japanische Synchro hören könnt, oder soll ich vorlesen? Weil ich meine, ihr könnt ja selbst lesen, aber... Naja.無限ドラモンが暴れては消える現象は、これまで無き信じられんことに、あの究極体が一体ではないというわけじゃ。今回はお前さんたちの活躍で、かろうじて乗り切ることができたが、残念なことに、 Da wir Japanisch gewählt haben, eigentlich darf sie es sagen, aber vorlesen wäre für mich auch okay. Ja, das dachte ich eben auch. Wenn wir schon die japanische Synchro wählen, dann, naja, würde ich schon gerne verstehen, was die sagen, aber... Oh shit, das war Maschinendramon? これはどう考えればいいんじゃ。そんな進化は聞いたことがない。いいよ。それよりも無限ドラモンに進化、いや、移行築する理由じゃな。ドコモンの微量情報だけでは無理であろうな。じゃがこれでどうしようもなかった脅威に対するきっかけが得られたとも言える。 Okay, ich meine, wir helfen, dafür sind wir hier. Okay. Ein Suchgerät. Okay, es geht also darum, dass sie nicht verstehen, wieso dieses Tokomon in Maschinendramon digitiert wurde und alle angegriffen hat. Und jetzt wollen sie quasi diesem Geheimnis auf die Spur gehen. Viel Glück da draußen. Es ist nicht viel, aber wir haben ein paar Items für dich.
Was? Du hast zweimal mobiles Klo erhalten. Was? Wo? Die Digimon müssen kacken? Okay, ich habe irgendwie sowas gehört, aber ich dachte, es ist ein Joke. Die müssen wirklich scheißen, die Digimon? Dreimal Pflaster erhalten. Du hast Heilungsdisk erhalten. MP-Disk erhalten. Rec-Disk. Digi-Sprössling. Mit Viereck, dem Pflegemodus, um diese Items zu benutzen. Bevor du ein Item benutzt, solltest du dir besser seine Beschreibung durchlesen. Lil. Die Digimon scheißen, Alter? Okay, dieses Spiel ist also tatsächlich irgendwie so eine Mischung aus Tamagotchi und Digimon, ne? Alter, wie crazy ist das denn? Gut, ich möchte ganz kurz mal ins System und die Sprache ein bisschen lauter drehen. Immer. Das lassen wir auf 50, die Musik machen wir irgendwie auf 70 oder so. Und das mal, weißt du was, wir machen das. So. Irgendwie so. So, okay. Also, wir haben links, rechts zwei Digimon. Okay, die haben eine Happiness-Leiste oder so. MP, TP, Partner, Zähmer, Items. Digimail, Enzyklopädie. Gut, wir speichern einfach mal. Und, so, jetzt machen wir das so. Dann habe ich ein Vollbild. Super, also, hier können wir, by the way, auch sagen, wenn die Facecam dann nicht mehr passt oder so, dann ändere ich das wieder. Aber wir müssen jetzt einfach mal ausprobieren. Das Pad hier ist so toll. Aber genug davon. Worüber willst du reden? Spielschwierigkeit, sonstiges. Was? Okay. Items. Oh. Mobiles Klo. Geh auf die Toilette. Wo sehe ich, dass meine Digimon scheißen müssen? Wir können schlafen. Sind nicht müde. Okay. Also ich kann ihnen Items geben und schlafen. Lol, das ist ja funny, Alter. Oh, das sind sie. Die beiden hier. Das sind meine. Hallo, hallo. Okay. Oh, Sefi, warte mal. Ich führe dich in Floatien herum und bringe dir alle möglichen Sachen bei. Interessiert? Okay. Ich meine, wir sind neu. Also gut, ich führe dich rum. Ab nach Floatien, Digga. Die Fleischfelder liegen direkt neben Gigimons Haus hier. Tanimon hat auf den Fleischfeldern das Sagen. Er kann dir alles darüber erzählen. Bist du nicht dieser Mensch, dieser Zähmer? Freut mich, dich kennenzulernen. Ich heiße Tanimon. Von nun an versorge ich dich mit leckerem Fleisch von diesen Feldern hier. Warte mal, die... Das Fleisch wächst bei denen auf den Feldern? Willst du wissen, wieso? Was ist daran komisch? Ganz ehrlich, habe ich noch nie darüber nachgedacht. Aber hier, bitteschön. 10 Fleisch erhalten. Morgen kriegst du die nächste Portion. Wenn die nicht reicht, musst du wohl draußen Pilze sammeln oder so. Wenn deine Partner Hunger haben, dann gib ihnen was Fleisch, was du eingesammelt hast. Wenn sie essen, tja, komm, du weißt schon was raus. Daher haben wir auch eine Toilette. Wenn ein Partner-Pokémon noch mal aufs Klo muss, solltest du besser schnell dorthin bringen. Daneben liegt der Trainingsraum. Der Trainingsraum ist ein wichtiger Ort. Man wird dir alles Wesentliche erzählen, sobald du ihn betrittst. Oh, okay, wir gehen direkt rein. Im Trainingsraum trainierst du deine Partner-Digimon. Ich gebe dir fürs Erste einen groben Überblick. Berühre diesen weißen Apparat hier, um ein bisschen zu trainieren. Damit rufst du das Trainingseingabefenster auf. Bestimme und bestätige das Gerät für deine Partner L und R. Die Steuerung findest du unten
unter dem Fenster. Eine Einheit dauert eine Stunde und macht ein Digimon müde. Behalte die Anzeige Erschöpfung im Auge. Lol. Sind sie zu erschöpft, werden sie krank oder verlieren Leben. Wenn das passiert, sollten sie sich im Bett ausruhen. Sprich mit Gigimon, sobald eine Pause nötig ist. Aha. Also das dauert eine Real-Life-Stunde, oder wie? Die Einstellungen im Trainingsfenster sind etwas kompliziert, aber versuch mal ruhig dein Glück. Wenn du immer noch Fragen hast, dann wende dich an Tsunomon und Motimon. Okay. Ich meine, ich gucke jetzt hier mal rein, aber lass uns trainieren. Du kannst Position deiner Partner mit L und R ändern, die Werte durch Gerätetraining verbessert. Die Werte, die die Geräte nebendran trainiert, ebenfalls ein wenig Steuerung. Okay. Boni werden auf beiden Seiten des Bildschirms angezeigt. Bonus. Alter, wie komplex ist das denn bitte? Geschwindigkeit oder Stärke? Weisheit oder Ausdauer? TP oder MP? Rasten. Freundesbonus. Rivalenbonus. Interessant. Ich finde die Audio- und Cam-Position eigentlich jetzt super. Okay. Sie haben Sprechblasen. Jedes Bedürfnis wird mit einer Sprechblase angezeigt. Ah. Bei Koromon in dem Haus, wo du bist, kannst du übrigens jeden Tag Items holen. Das ist echt nützlich, weil es teilweise gut Items sind. Okay. Hast du Cyber Sleuth durchgespielt? Nein. Würde dir raten, erstmal zu trainieren. Die kriegen schnell Hunger und beim Trainieren hast du kaum Nahrung. Ja gut, ich meine, was sollen wir... Okay, wisst ihr was? Wir machen beide mal in Stärke. Spiele als nächstes Roulette. Was? Schade. Jedes Mal, wenn ein Digimon trainiert, steigt deine Erschöpfung. Liegt die Erschöpfungsgrad bei über 50%, ist ein Digimon in Gefahr. Lass ihn dann rasten oder schlafen. Aha. Majimere-geri-ho. Gut. Moment mal, hä? Ach so. Training beginnen. Fuck. Egal. Kriegen trotzdem Bonus. Ein Fleisch, oder wie? Hajimeru-so. So, Rivalenbonus. Der eine macht das, der andere macht das. Wo sind die beiden denn? Ich sehe die halt gar nicht. Die wollen jetzt wahrscheinlich schlafen oder so, ne? Sind die happy oder sind die müde? Die sind ein bisschen müde. Ich kann mit denen aber nochmal trainieren, glaube ich, oder? Kann das sein? Digimail. Die Stadt, die Digimon... Beginnen wir nach der Suche nach Digimon nicht nahe der Ebene. Standort. Sehr gefährlich. Bring deinen Partner lieber auf Anfängerstatus, bevor ihr aufbricht. Ich meine, gut, dann sollten wir das tun, aber ich weiß halt echt nicht, wie ich die skillen oder trainieren soll, ne? Ist halt ein bisschen doof. Wie du Bock hast, okay. Ja gut, ich meine, wenn es keine Rolle spielt, dann... Bonus! Bonus! So, ich nehme an, dass ich die nochmal... Dammit.
So, wir trainieren jetzt nochmal, Alter. Hier, ohne Fleiß kein Preis. Dingens könnte ich eigentlich machen, ne? TP und so. Oh. Das war scheinbar zu... Warte, was? Die haben sich vollgeschissen jetzt. Und die wollen wieder essen? Okay, und was passiert, wenn sie kacken? Ich meine, die Scheißleiste war super leer. Schau mal, wie leer die ist. Hä? Ich habe extra auf die Kackleiste geachtet und die haben nichts gehabt.